Erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite, von Phase One, zum heutigen Open Day Photogrammetry. Mein Name ist Carsten Wieser und ich bin Ihr lokaler Ansprechpartner bei Phase One für Geospatial-Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ja, bin schon lange im Unternehmen und seit 2014 betreue ich die Kunden halt in den deutschsprachigen Raum für unsere Kameras und Systeme. Ja, Phase One ist ein innovatives und kundenorientiertes Team von mehr als 320 Mitarbeitern mittlerweile weltweit. Der Hauptsitz ist in Kopenhagen in Dänemark und Phase One wurde 1993 gegründet. Über unsere Geschäftsbereiche hinweg nutzen mehr als 100.000 zufriedene Kunden unsere Produkte und das macht uns für Mittelformatkameras zum Marktführer in diesem Bereich. Unser Vertriebsnetzwerk erstreckt sich mittlerweile über 50 Länder auf allen Kontinenten und wir liefern letztendlich aktuelle Geodaten mit Fotos, da täglich viele neue Anwendungen und zukünftige Technologien immer mehr aktuelle, detaillierte Geoinformationen erfordern. Beispiele sind 3D-City-Modelle für intelligente Stadtplanung, großflächige Ortofotoprojekte, Engineering und Asset Management, zum Beispiel im Bereich von erneuerbaren Energien, Daten über Wälder und landwirtschaftliche Flächen, Infrastrukturplanung, wie zum Beispiel Stromleitungsinspektionen und deren Überwachung und vieles, vieles mehr. Ja, um den Bedarf an Daten auf den vorherigen Seiten genannten Beispiele zu decken, liefert Phase One verschiedenste voll integrierte Kamerasysteme für den digitalen Bildflug an. Das sind die PAS-Systeme, so wie wir nennen, oder Phase One Aerial Systems. Die PAS-Systeme sind jeweils direkt einsatzfähig in den unterschiedlichsten Flugzeugtypen und erstrecken sich über Mittelformat- und großformatige Kamerasysteme, fangen bei 100 Megapixel an, gehen über 150 Megapixel bis hin zu 280 Megapixel im Nadir View. Seit Ende 2020 ist auch ein Oblique-System verfügbar, mit dem großformatige Nadir-Bilder und Schrägbilder zusammen in einem Flug erzeugt werden können. Das ist das PAS-880, was wir auch heute hier am Stand vorstellen. Ja, alle diese Bilder sind verfügbar mit RGB und NIR-Kanälen und lassen sich damit alle gängigen Produkte für den Bildflug herstellen. Hier sind mal alle Systeme im Größenvergleich nebeneinander. Links das Oblique-System, in der Mitte die großformatige Nadir-Kamera und rechts das Einsteigerprodukt. Besonders hervorzuheben ist die Kompaktheit der Systeme, das geringe Gewicht und auch der geringe Strombedarf. Somit lassen sich diese Systeme also in den unterschiedlichsten Flugzeugen einsetzen, auch in kleineren und Systemen, die ja mit geringerer Kostenstruktur auch noch sehr effizient zu betreiben sind. Alle unsere Phase One Aerial Systeme sind mit den modernsten CMOS-Sensoren am Markt ausgestattet. Die aktuelle Generation von 150 Megapixel CMOS-Sensoren mit dieser Backside Illuminated, also rückwärtig beleuchteten Pixel-Technologie, bietet Phase One bereits seit 2018 an. Das ist 2 Jahre vor allen anderen Herstellern heute im Markt und dies ist möglich durch die sehr enge Zusammenarbeit mit unserem Lieferanten Sony und den großen Stückzahlen an Sensoren, die Phase One über die unterschiedlichsten Geschäftsfelder hinweg bezieht. Ja, Phase One ist zudem auch Pionier und somit erfahren im Bereich der Bildprozessierung. Mit mehr als 28 Jahren Erfahrung in diesem Bereich setzt Phase One seit langem Maßstäbe und holt aus den Sensoren das Maximum raus. Die Erfahrung liefert Bilder mit höchster Genauigkeit und ausgewogener Radiometrie, bei Ringen Bildrauschen und mit akkurater Farbwiedergabe. Auch die Zeiten fürs Bildprocessing sind überaus kurz. Ja, durch modernen, sehr langlebigen und schnellen Zentralverschluss in unseren Objektiven, kombiniert mit den hohen Sensitivitäten der CMOS-Bildsensoren, bei gleichzeitig geringem Rauschen können wir auch bei schneller Vorwärtsbewegung das Bild absolut einfrieren. Das Resultat sind Bilder ohne Bewegungsunschärfe oder Verzerrung, selbst bei sehr hoher Fluggeschwindigkeit. Hier möchte ich mal ein Beispiel zeigen letztendlich. Auf der linken Seite ist in Gegenrichtung des Vermessungsflugzeugs ein fliegender Jet zu erkennen, der absolut scharf abgebildet ist, obwohl halt das Vermessungsflugzeug in Gegenrichtung auch mit selbst auch sehr hohem Geschwindigkeit unterwegs war. Gleiches gilt auch für das Beispiel auf der rechten Seite.
wo ein Helikopter während des Bildflugs fotografiert wurde, der ebenfalls in Gegenrichtung unterwegs war. Und selbst die Rotorblätter des Helikopters im vollen Flug sind scharf und klar abgebildet. All unsere Phase-1-Aerial-Systeme werden vollständig und genauestens kalibriert, mittels eigener Labortests, aber auch Testflügen. Ja, erstmal, warum ein neues System von Phase 1? Bei der Konzeption eines neuen Systems besteht natürlich erstmal ein Bedarf. Die Basis einer modernen, großformatigen Kamera sind meist mehrere Mittelformatkameras und die Spezialität von Phase 1 sind halt Mittelformatkameras. Und daher macht es Sinn für uns, auch in das großformatige Geschäft mit einzusteigen. Wir sehen zudem unterschiedlichsten Bedarf. Es gibt weltweit eine große Flotte von vielleicht 700 bis 800 großformatigen Kameras rund um den Globus und viele von ihnen müssen erneuert werden. Zusätzlich besteht am Markt aber auch eine große Nachfrage an Schrägbildkamerasystemen. Die bisherigen Schrägbildkamerasysteme kamen meist mit geringer Effizienz daher, vor allem aus Sicht der heutigen Anforderungen für die Städte. Wir stellten uns daher die Frage, können wir von Phase 1 etwas dazu hinzufügen oder was ist die nächste Generation eines solchen Systems? Ja, mit unserer langen Erfahrung im Bereich der Kameratechnikentwicklung und Produktion, immer mit dem Ziel, die bestmögliche Bildqualität zu generieren, war schnell sicher, dass wir einen Mehrwert für den Markt hinzufügen können und haben entsprechend begonnen, diese Systeme zu entwickeln. Zudem sind die Anforderungen aus den Bedingungen, also aus dem Bedarf für ein Großformatiksystem und Schrägbildsystem hier in dem PS 880 vereint. Wichtig war uns dabei natürlich auch, das System performant zu machen. Auch war es wichtig, eine hohe Balance zwischen der Auflösung in Nadir und Schrägbildern zu haben. Das ist zum einen wichtig, um die Flugplanung so einfach wie möglich zu gestalten. Andererseits sollten die hohen Anforderungen für die Stadtmodelle in puncto Auflösung auch mit vielen Flugzeugtypen möglich sein. Also muss das System auch kompakt und zudem leicht sein. Ein weiterer wichtiger Stein bei einem solchen System ist Vertrauen. Viele Kunden weltweit arbeiten seit Jahren mit Phase 1 Kameras und wissen, dass wir liefern können, dass die Qualität gut ist. Aber es ist eine Zusammenarbeit von mindestens 5 Jahren, wenn ein Kunde ein solches großes System erwerben, wie das PRS 880. Sie brauchen Service, wir unterstützen sie, wir sind auch dessen bewusst und das Kamerasystem ist auch dafür gebaut. Wir möchten für Sie großformatige Kameras liefern und kein Content-Programm anbieten. Ja, was können Sie nun mit diesem kombinierten Phase-1-System machen? Es sind natürlich hochauflösende Nadir-Bilder, wie zum Beispiel mit unserem PRS-280-System, Bilder mit höchster Dynamik, bei denen Sie die volle Leistung eines CMOS-Sensors nutzen und eine hervorragende Bildqualität erzeugen können. Diese Bilder können Sie verwenden für jede Art von fotogrammetrischen Produkten, in der Kartierung, Orthofotoproduktion oder für digitale Gelände- oder Oberflächenmodelle und vieles mehr. Auf dem gleichen Flug können Sie doch mit solchem kombinierten System auch ins Detail gehen. Dieses Beispiel stammt aus einem Projekt in Dänemark, wo das gesamte Land mit einer Auflösung von 10 cm erfasst wurde, sowohl mit Nadir-Bildern als auch mit Schrägbildern. Die Schrägbilder sind dabei eine Erweiterung zu den Nadir-Bildern und liefern weitere wichtige Ansichten. Diese können zum Beispiel helfen für eine mehr automatisierte Kartierung oder mehr automatisierte Merkmalsextraktion, möglich dadurch, dass Sie einfach alle Objekte sehen können von allen Seiten. 3D-Stadtmodelle werden immer wichtiger für die intelligente Stadtplanung von morgen, Stichwort Smart Cities. Stadtplaner für Smart Cities haben einen hohen Bedarf an Modellen, in denen sie all ihre Informationen speichern können. Sie wollen CAD-Modelle, sie wollen GIS-Plattformen und haben einen hohen Detailbedarf. Bisher war es schwierig, dort eine bessere Auflösung von 10 cm zu erhalten. Das war zwar möglich, aber ich habe hier ein Bild aus Tokio. Das gibt eine ziemlich gute Vorstellung von der Menge an Details in einer Stadt.
Die Idee bei Smart City ist es, alles zu verwalten, was in der Stadt vor sich geht, auch wenn es nur um einen kleinen Laternenfall oder was auch immer geht. Und daher sehen wir es als eine Anforderung heute an, dass auch 5 Zentimeter zum Beispiel geflogen werden kann, um die entsprechenden notwendigen Details zu bekommen. Und das sollte zudem mit jedem normalen Vermessungsflugzeug möglich sein und nicht nur, wenn man gefährlich langsam fliegt oder manchmal auch in geringer Höhe. Wir glauben daher, mit dem Phase One PRS 880 System ein System gestaltet haben, das flexibel genug ist, um all das möglich zu machen, sogar für die Durchführung von komplexen Bildflügen, die zum Beispiel in Stadtgebieten in Nähe von Großflughäfen stattfinden. Ein weiteres Bedarf, den man mit solch einem System decken kann, sind zum Beispiel Korridorkartierungen, die sich wunderbar abdecken lassen. Wir können die Korridore bis zu 2,5 cm Auflösung befliegen, welches ideal ist für die Ingenieursvermessung. Mit dem zusätzlichen Einsatz von Oblique-Kameras können zudem Bodenkontrollpunkte außerhalb des eigentlichen Korridors verwendet werden. Auch eignet sich das System wunderbar, um diese Korridore mit dem Flugzeug zu befliegen, wo sonst häufig auch Helikoptersysteme im Einsatz sind. Ja, der letzte Bereich, den ich heute vorstellen möchte, wo man das System wunderbar einsetzen kann, ist ein Einsatzgebiet neben noch vielen weiteren, ist die Umwelt- oder Umgebungskartierung. Es gibt leider weltweit immer wieder und auch immer öfter Umweltkatastrophen, die wir als einen Bildflug auslösen. Themen dabei sind Überschwemmungen, Waldbrände, Stürme und vieles andere. Einen weiteren Bedarf sieht man im Bild, der Mitte des Bildes, wo ja für große Offshore- und Windturbinenparks die Vogelwelt gezählt und beobachtet wird, um den Einfluss dieser Parks auf die Natur- und Tierwelt zu monitoren. Also hier sieht man erstmal auf einen Blick das Herzstück unseres PRS-Systems. Es ist die 280 Megapixel NADIR-Kamera. Nächstes Slide. Die Kamera besteht aus zwei 150 Megapixel CMOS-Bildsensoren, welche nebeneinander angeordnet sind und jeweils im Bildkreis des Objektives nach außen geschiftet werden. Auf dem Boden überlappen sich diese beiden Bilder und dadurch erreicht man eine homogene Bodenauflösung über das gesamte Blickfeld und beide Sensoren erreichen dadurch höchste Genauigkeiten. Nächstes Slide. Ab Ende 2021 wird optional beim PRS 880 auch ein Nahinfrarotkanal erhältlich sein und auch bestehende Systeme können damit nachgerüstet werden. Nächstes Slide. Hier sehen Sie einige Eigenschaften vom System aufgelistet. Ich möchte nur einfach mal drei herauspicken. Also erstmal die hohe Auflösung des NADIR-Views, 20.000 Pixel quer zur Flugrichtung, bedeuten eine große Abdeckung pro Fluglinie und reduzieren den Flugaufwand pro Projekt. Die Kamera ist mit ihren dauerhaften 2 Bilder pro Sekunde äußerst schnell und ermöglicht dadurch eine hohe Vorwärtsüberlappung, auch bei hoher Geschwindigkeit, welches ein weiterer Vorteil ist für die Effizienz des Systems. Durch die modernen CMOS-Sensoren und das Phase-One-Know-how in der Bildverarbeitung erreichen wir eine hohe Dynamik in den Bildern und ermöglichen dadurch beste Ergebnisse auch bei nicht idealen Flugbedingungen. Und somit können Sie halt mehrere Stunden pro Tag oder auch mehrere Tage im Jahr fliegen. Nächstes Slide. Ja, wie bereits erwähnt, besteht das PRS 880-System aus dieser hochauflösenden NADIR-Kamera, 4 Oblique-Kameras. Die Anordnung der linken und rechten Schräbelkamera ist quer oder im Landscape-Format zur Flugrichtung angeordnet, genauso wie die NADIR-Kamera. Damit erreichen wir auch eine breite seitliche Schrägabdeckung und können die große NADIR-Abdeckung zwischen den einzelnen Fluglinien optimal ausnutzen. Die Schrägbildskameras sind da im Winkel von 42 Grad angeordnet. Nächstes Slide. Ja, wie in der Einleitung auch erwähnt, war für uns das Auflösungsverhältnis zwischen der NADIR und Schrägbildkamera sehr wichtig. Unser Konzept ermöglicht daher auch bei den Schrägbildern mindestens die gleiche Auflösung wie im NADIR-Bild. Zudem ist das System mit längeren Brennweiten ausgestattet, sodass eine Bodenauflösung von 5 cm auch immer noch aus komfortablen 1200 Metern oder fast 4000 Flughöhe über Grund möglich ist. Bei diesen 5 cm Auslösung ist die NADIR-Abdeckung pro Fluglinie noch immer mehr als 1 Kilometer breit. Nächstes Slide. Für den gesamten Workflow der Datenerfassung und Bildverarbeitung haben wir von Phase One für das PRS 880 einen komplett neuen Software-Workflow entwickelt. Wir nennen es die iX Suite. Die besteht aus verschiedensten Programmbestandteilen. Also einmal ist da iX Plan,
womit halt die Flugmissionen komfortabel geplant werden können. Während der Bilderfassung unterstützt unsere Software iXFlight Pro den Piloten und Operator. Die iXProcess-Software, mit der werden zum Schluss die gesammelten Bilder schnell und effizient können überprüft werden und werden vollorientiert in verzeichnungsfreie Bilder ausgegeben. Damit sind die Bilder bereit für Weiterverarbeitung in nahezu jedem existierenden fotogrammetrischen Software-Workflow. Nächstes Slide. Ja, mit iXPlan können halt eine professionelle Bildflugplanung durchgeführt werden, egal ob 2D oder 3D. Und die ausgewogene Auflösungsverhältnisse zwischen den Nadir- und Schrägbildern vereinfacht die Planung weiterhin. Nächstes Slide. Die iXFlight Pro Software unterstützt den Piloten oder Pilotinnen während des gesamten Bildflugs und führt sie komfortabel durch diesen auf einem eigenen Bildschirm. Und hier können wir das auf der linken Seite einmal sehen. Sie können den Flugplan, jeweilige Fluglinie, also der Operator bekommt einen eigenen Bildschirm auf der rechten Seite hier zu sehen und bekommt das komplette Kamerasystem dargestellt. Der Operator kann den Flugplan, die jeweilige Fluglinie und das gesamte Kamerasystem während des Fluges damit einfach und übersichtlich überwachen. Belichtungsparameter können auf Wunsch direkt beeinflusst werden. Bilder und Fluglinien können direkt bewertet werden. Wenn zum Beispiel Wolken in den Bildern sind, kann man diese entsprechend markieren. Gegebenenfalls kann dann die Linie erneut beflogen werden, sei es sofort oder für eine zukünftige Mission. Nächstes Slide. Nach dem Flug ermöglicht unsere iXProcess-Software die neue eine einfache und schnelle Weiterverarbeitung sowie Logistik der Daten. Und das ist ja besonders wichtig für die großen Datenmengen, die aus einem solchen kombinierten System halt erzeugt werden. Daten aus einem kompletten Flugtag können dabei jeweils an auch einem kompletten Tag entwickelt werden. Obwohl das ein neues Produkt ist bei uns im Hause und wir es noch weiter optimieren, können wir aber jetzt schon sagen, dass die Weiterverarbeitungszeiten für einen solchen Datensatz sich mit iXProcess erheblich verkürzen lassen, als im Vergleich zu bisherigen Systemen. Und dies wiederum zeigt sich durch die lange Erfahrung von Phase One in dem Verarbeiten von Bildern. Also wir haben viele Prozesse entwickelt und etabliert, dass man halt Bilder optimal in kurzer Zeit verarbeiten kann. iXProcess ermöglicht zudem ein schnelles und komfortables Überprüfen der Bilder nach dem Flug, sowie die Optimierung der Radiometrie und anderen qualitativen Merkmalen und auch die Kontrolle auf Vollständigkeit des Datensatzes ist ganz einfach möglich. Man kann Dubletten entfernen oder entscheiden, welche von diesen man für das finale Produkt behalten möchte. Und es werden dann auch wieder vollorientierte, verzeichnungsfreie Bilder in Standardformaten wie zum Beispiel GeoTIFF oder anderen direkt ausgegeben und können für jeden fotogrammetrischen Workflow verwendet werden. Ein ausführlicher Qualitätsbericht ist für jedes Projekt für den Endbenutzer anschließend zur weiteren Validierung verfügbar. Nächstes Slide. Jetzt habe ich noch zwei, drei Bildbeispiele mitgebracht. Vielleicht das nächste direkt. Ja, hier sieht man einfach mal ein Nadir-Bild mit 2,5 cm Auslösung. Wenn Sie einmal weiterklicken, dann sehen wir auch noch entsprechende Details. Ja, noch einmal weiter, dann haben wir noch ein anderes Detail, das man sieht aus dem vollen Bild, dass man viele feine Feinheiten bekommen kann. Das nächste Beispiel ist dann nochmal ein Schrägbild, wo auch letztendlich im nächsten Slide dann das entsprechende Detail zu sehen ist. Wir können aber auch mehrere Daten noch hier am Stand nachher herzeigen. Und wenn Sie da noch mehr erfahren möchten, sind wir auch natürlich heute und morgen vor Ort. Ja, ich und mein Kollege Paul Norgard sind hier, mein Kollege Matthias Motz und würden uns freuen, wenn Sie sich auf unserem Stand besuchen kommen. Wie am Anfang schon erwähnt, ist aus organisatorischen Gründen unser Workshops nicht im Flugzeug, sondern hier am Stand möglich. Also für jeden, der da mehr erfahren möchte, also sind Sie herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Ja. Nächstes Slide. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen noch einen angenehmen Tag.